Seid mutig und stark. Habt keine Angst und lasst euch nicht von ihnen einschüchtern. Der Herr, euer Gott, geht mit euch und lässt euch nicht im Stich. Hallihallo, Hallöchen. Bist du bereit für unser nächstes Abenteuer? Sehr gut, dann geht's jetzt los. Mutig. Timo muss heute alleine nach Hause laufen. Kiki hat noch Förderunterricht. Timo schlendert extra langsam, damit er Jan, der vor ihm läuft, nicht einholt. Er mag Jan nicht, der weint so schnell und hat eine Piepsstimme. Zwei größere Jungs aus der 4. Klasse gehen an Timo vorbei. Als sie Jan eingeholt haben, schubst der eine Jan, sodass der fast stolpert. Der andere zieht an Jans Schultasche. Jan will schnell weiter, doch die Jungs versperren ihm den Weg. Der eine boxt ihm gegen die Schulter, der andere reißt ihm seine Tasche runter. Er öffnet die Tasche und kippt die Sachen raus. Jetzt weint Jan. Timo zögert. Die Jungs sind größer als er. Außerdem sind sie bei ihm im Fußballverein. Einer der beiden stellt seinen Fuß auf ein Heft und fängt an, es über die Steine zu schieben. Jetzt überlegt Timo nicht mehr. Mit ein paar Sprüngen ist er bei Jan und ruft: "Lasst ihn in Ruhe! Das ist total fies!" Ein Mann mit einem Hund an der Leine bleibt stehen. Dann geht er auf die Jungs zu. Die Viertklässler sind von Timos Reaktion erschrocken und als sie den fremden Mann näher kommen sehen, rennen sie weg. Der klopft Timo anerkennend auf den Rücken. "Das war sehr mutig von dir." Gemeinsam packen sie Jans Sachen wieder in seine Tasche. Jan hat aufgehört zu weinen. Zusammen laufen die Jungs weiter. Vor Jans Haustür bleiben sie stehen. "Danke", sagt Jan. "Ist schon okay", brummt Timo. Er geht alleine weiter, nimmt sich aber vor, morgen früh bei Jan zu klingeln, damit sie zusammenlaufen können. Er muss ihn doch beschützen. Boah, da hat Timo heute richtig Angst gehabt vor diesen zwei großen Jungs. Aber er musste Jan noch irgendwie helfen. Gott sei Dank kam dann der Mann mit dem Hund. Ja, ob das Zufall war? Timo glaubt nicht. Timo ist sogar sich ziemlich sicher, dass Gott diesen Mann geschickt hat, um zu helfen. Ihr Lieben, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir helfen, wenn andere Menschen in Not sind oder eben, wenn andere Menschen schwächer sind als wir. Wenn ihr das nächste Mal in so eine Situation kommt, ob auf dem Schulweg oder im Pausenhof oder sonst irgendwo, dann denkt mal an Timo. Und seid mutig. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen. Ciao.